Und unser nächster Gast und Vortragender ist Dr. Keno Merz. Ich habe auch ein bisschen Hintergrund zu ihm vorbereitet. Er kommt aus dem Bereich medizinische Informatik und hat Gleichnamiges auch in Heidelberg studiert. Er hat seine Doktorarbeit am Deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg verfasst und arbeitet auch dort als Postdoktorand und ist Teil des Projektes OP 4.1. Das ist eine Plattform zur Zusammenführung von Prozess- und Patientendaten. Und wir hören einen Vortrag mit dem Thema Surgical Data Science, KI im OP. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich, heute da zu sein. Erste Herausforderung wird sein, ob der Bildschirm geteilt wird, aber ihr müsstet ihn jetzt sehen. Ja, das funktioniert. Genau, sehr schön. Ich möchte in dem Vortrag heute ein bisschen ein Licht darauf werfen, was die Komplikationen davon sind, wenn man künstliche Intelligenz im OP einsetzen möchte. Da das ein sehr gemischtes Publikum ist, möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Technicalities gehen. Man wird hier und dort mal eine Formel sehen. Ich bitte euch, seid nicht erschreckt. Wir gehen jetzt erstmal drüber und wenn es dann mehr detailreiche Fragen gibt, dann können wir die am Ende stellen und dann noch vertiefen. Surgical Data Science für uns bedeutet erstmal, wie können wir Datenwissenschaften, die ja schon einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt haben in den letzten Zeiten, in die Chirurgie bringen. Und ich glaube, das erste Mal, als künstliche Intelligenz dem Großteil der Menschheit so wirklich bewusst geworden ist, das war schon 1997, damals hat Deep Blue damals Garry Kasparov besiegt, den damaligen Schachweltmeister. Und eigentlich hatten wir damals und seit bis heute so eine ständige Eskalation gehabt von dem, was Menschen sagen, was Computer niemals können werden und was Computer dann tatsächlich gekonnt haben. Die nächste Grenze war dann das Go-Spiel, bei dem halt heuristische Suchen sehr viel schwierigere Ausgangssituationen haben. Man gesagt hat, das wird nicht möglich sein. Dann war es aber 2017 tatsächlich auch so, dass Google AI den Top-Ranking-Go-Player besiegt hat. Die nächste Hürde, die wir dann gesetzt haben, war künstliche Intelligenz und Kreativität. Kann ein Computer jemals echt kreativ sein? Und die Google Deep Dream AI kann aber tatsächlich aus bestehenden Gedanken und Ideen mittlerweile neue Bilder kreieren, was an Träume erinnert. Und dann war die letzte Hürde, die wir eigentlich jetzt zu meistern haben, ist, können wir es schaffen, künstliche Intelligenz mit einem echten Impact auf unsere Gesellschaft umzusetzen? Und es ist jetzt tatsächlich so in der Medizin, dass in den letzten Jahren, seit 2017, 18, 19, Artikel rauskommen, in denen gezeigt wird, dass künstliche Intelligenz in einzelnen Aufgaben bessere Leistungen bringen kann als Computer. Hier zum Beispiel ein Algorithmus aus Stanford, der Pneumonia besser als Radiologen vorhersagen kann. Hier die Aussage, dass ein malignes Melanom besser vorhergesagt werden kann als durch einen Dermatologen. Und hier, dass es eben die doch sehr provokative Schlagzeile, Your future doctor may not be human, this is the rise of AI in medicine. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, was ist denn der Schlüssel zu solchen Erfolgsgeschichten in Surgical Data Science? Und aus unserer Sicht gibt es da vier große Problemfelder, die ich heute sozusagen sprichwörtlich aufschließen möchte und für die ich ein Bewusstsein schaffen möchte, wenn wir mit solchen Daten umgehen. Das erste ist Automatisierung. Und als Beispiel dafür, wir generieren jedes Jahr ein unmengendes Volumen an Bilddaten. 665 Exabyte alleine in 2009 in radiologischen Bilddaten. Das sind 13,5 Trillionen Bildschichten. Ne? Also eine gigantische Zahl. Und wir haben 9000 Radiologen in Germany. Und wenn wir jetzt sagen, dass diese Radiologen sehr ambitioniert eine Sekunde, ein Slice, also eine Schicht pro Sekunde analysieren können, dann bräuchten wir tatsächlich immer noch 47,6 Jahre, um all diese Daten von 2019 zu analysieren. Und 2020 wird es voraussichtlich schon mindestens 1,5 Mal so lang dauern. Das heißt, wir müssen hier automatisiert Algorithmen voranbringen, um diese Daten überhaupt bewältigen zu können. Das zweite ist Unsicherheit. Das ist was, mit der sich die künstliche Intelligenz häufig noch schwer tut und mit der wir uns selber auch schwer tun. Man denkt ja häufig so von der richtigen und der falschen Aussage vom Computer. Aber was ist denn, wenn Menschen sich selber unter sich schon nicht einig sind? Ja? Hier ist ein Beispiel davon, wo man trainiert hat, einen Computer Menschen erkennen zu lassen. Dann hat man nicht Experten sozusagen annotieren lassen, wo ist der Mensch? Und manche Experten annotieren dann sozusagen hier die Tasche mit, manche annotieren die Tasche nicht mit, manche annotieren sie dann sozusagen im kleineren Bereich mit oder weniger vom Haar oder mehr vom Haar. Das heißt, wir haben hier eine implizite Unsicherheit in dem Grundwissen, mit dem wir überhaupt künstliche Intelligenz trainieren wollen. Und das Ganze ist genauso oder noch viel ausgeprägter bei radiologischen Bilddaten. Hier sehen Sie
typisches radiologisches Bilddatum in CT. Man erkennt es sehr schlecht, wenn man sich damit nicht auskennt. Ausschnitt aus einer Lunge mit einem Tumor in der Lunge. Und das sind verschiedene Expertenannotationen. Ja. Vollkommen unterschiedlich, wie dieser Tumor tatsächlich ausgeprägt ist. Ein Experte hat den sogar gar nicht annotiert und nicht als Tumor erkannt. Und natürlich wird künstliche Intelligenz, die auf solchen Bilddaten trainiert wird, auch mit einer speziellen Unsicherheit behaftet sein. Es muss so sein. Und wir müssen lernen, damit umgehen zu können. Das dritte ist Generalisierbarkeit. Das ist ein großes Problem, weil etwas, was wir immer wieder sehen, und tatsächlich sagen wir jetzt mittlerweile auch, wir haben es eigentlich satt, die nächste Erfolgsgeschichte, isolierte Erfolgsgeschichte von AI irgendwo zu sehen. Denn wenn man sich aus seinem Hospital sehr schön die genau passenden Bilddaten sozusagen zusammensammelt, dann darauf sein Netz trainiert und dann ein wunderbares Ergebnis kriegt. Was man hier sieht, ist ein Dice-Koeffizient, ein sehr hoch 0,8 bis 1,0. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Dann kriegt man in diesem Hospital tatsächlich vielleicht auch sehr, sehr gute Werte. Aber wenn man dann mit demselben Algorithmus in ein zweites Hospital geht und dasselbe macht, dann sieht man plötzlich, dass die Ergebnisse völlig kollabieren. Und das liegt eben daran, dass man nicht auf Generalisierbarkeit geachtet hat. Man hat eine sehr, sehr kleine Grundgesamtheit genommen. Das ist in einem bestimmten Krankenhaus auf den Daten von einem bestimmten Scanner zum Beispiel mit einem bestimmten Protokoll trainiert und vielleicht sogar Patienten, die nur in einer bestimmten Studie zusammengenommen sind. Aber dann sind diese Daten eben auf ein anderes Krankenhaus mit anderen Patienten und anderen Geräten unter Umständen nicht mehr übertragbar. Das ist eine große Hürde für uns. Und das dritte ist die Infrastruktur, von der wir heute tatsächlich zugreifen können. Und natürlich sind Datenschutz wichtig. Und natürlich ist es wichtig, dass wir die Daten von Patienten schützen, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir weniger Daten für das Training zur Verfügung haben. Und wenn wir jetzt mal sehen, was heute benutzt wird, um in sogenannten Biomedical Image Analysis Competitions, was da passiert, ist Folgendes. Es wird eine offizielle Competition ausgerufen, Leute laden ihre Algorithmen hoch und die Algorithmen treten dann auf einem Trainings- und einem Testdatenset gegeneinander an. Und wenn wir mal gucken, was da für Zahlen aufgerufen werden, das ist eine logarithmische Skala, also 10, 100.000, 10.000, 100.000, dann bewegt sich doch der allergrößte Teil der Challenges, also sozusagen hier bis zum Whisker des Botplots, 90% unter 1.000 Bilddaten. Das ist enorm wenig, vor allem, wenn man mal einen Vergleich setzt, was denn tatsächlich abgerufen wird. Dazu komme ich gleich mal noch dazu. Wenn wir jetzt schauen, wo haben sich diese Erfolgsstories bisher abgespielt, dann fällt auf, dass es tatsächlich größtenteils radiologische Ergebnisse sind oder eben sowas wie die Dermatologie, wo man eben auch mit Bilddaten arbeitet. Und warum ist das so? In diesem Workflow haben wir einen Patienten, von dem Bilder aufgenommen werden, zum Beispiel computertomografische Bilder. Die Bilder werden dann von Radiologen interpretiert und der Radiologe kommt zu einer Diagnose. Und in diesen Loop kann man sich sehr gut einbauen. Man kann sagen, okay, das Bild wird aufgenommen und stattdessen schicken wir das jetzt erstmal an einen automatischen Bildinterpretationsalgorithmus und dieses Ergebnis von dem AI-Algorithmus wird dem Arzt zusammen mit dem Bild vorgelegt und der kann dann sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht und so geht es dann zur Diagnose. Es ist eine effiziente Methode, Zeit für den Arzt einzusparen, nicht um ihn zu ersetzen. Das hat Herr Weber vorhin auch schön herausgearbeitet. Wir wollen keine Ärzte ersetzen, wir wollen Arbeitsabläufe vereinfachen. In der Chirurgie aber, darüber, wovon ich jetzt eigentlich spreche und wo ich herkomme, sieht das Ganze ganz anders aus. Denn da haben wir ein Operationsteam aus mehreren Personen, die in der ständigen Kommunikation miteinander stehen und die ganze Zeit quasi den Patienten beobachten, alle Gerätschaften, die dort im OP stehen, beobachten, die Daten interpretieren, selbst eine Entscheidung treffen, diese Entscheidung in eine Aktion überführen, schauen, was ist das Ergebnis? Ja, blutet der Patient jetzt zu sehr? Habe ich das gut gemacht? Habe ich das schlecht gemacht? Muss ich korrigieren? Und die nächste Entscheidung treffen, die nächste Aktion machen. Und sich hier einzubauen, ist vielfach schwieriger. Einmal, weil wir eben diesen kontinuierlichen Loop haben. Andererseits, weil diese ganzen Datenquellen eben nicht nur ein Bild sind oder eine Bildgebende Maschine, sondern viele verschiedene Maschinen, viele verschiedene Menschen. Und diese Daten müssen wir zusammenführen in Patientenmodelle, müssen die dann sozusagen vollständig und ganzheitlich abarbeiten, um alle Einflüsse zu verstehen, die passieren, dann die Ergebnisse visualisieren, um so den Entscheidungsprozess zu motivieren. Und ich habe jetzt gerade gesagt, es ist schwierig für uns, an große Bilddatenmengen zu kommen. Man sieht es auch in der Umfrage, die wir, einer repräsentativen Umfrage zwischen vielen Experten auf dem Gebiet, die wir gemacht haben. 31% sagen, dass der Zugang zu solchen Daten mit hoher Annotationsqualität nicht ausreicht. Das ist das größte Hindernis, an dem wir immer noch arbeiten. Und gerade wenn man es im Vergleich dazu setzt, was gerade diese Ergebnisse, die ich gezeigt habe, für Fallzahlen haben, ich erinnere mich an die 1.000, die ich gerade aufgerufen habe,
fast 380.000 Patienten, hier in dem Fall 112.000 Frontal-Chest, also Bruströntgenaufnahmen und mehr als 100.000 Aufnahmen von malignen Melanomen. Das sind die Anzahl von Bilddaten, die man braucht, um momentan serienmäßig mit künstlicher Intelligenz gute Ergebnisse zu erreichen. Und in allermeisten Fällen müssen wir daran arbeiten. Was tun wir also, wenn wir diese Bilddaten nicht kriegen? Wir versuchen, unsere Probleme zu lösen und versuchen, sie andersweitig auszugleichen. Es gibt dafür verschiedene Techniken. Und anhand von einem Beispiel, nämlich der multispektralen Perfusionsmessung, möchte ich jetzt zeigen, wie wir diese einzelnen Punkte, die ich angesprochen habe, angehen und zu lösen versuchen. Die Domäne, auf der wir uns hier bewegen, ist die der Perfusionsmessung. Das heißt, wir haben Gewebe und wir wollen wissen, wie gut dieses Gewebe durchblutet ist. Hier der Fall, wir haben einen Tumor im Dickdarm und dieser Tumor wird reseziert. Meistens wird ein Stück vom Dickdarm einfach abgenommen. Anschließend wird der Dickdarm neu zusammengesetzt, das Gewebe wird vernäht. Und jetzt ist natürlich die wichtige Frage, dieses Stück, das wir jetzt abgeschnitten haben, wird das immer noch ordentlich durchblutet? Wenn das nicht der Fall ist, stirbt das Gewebe ab. Wir haben eine Nekropsie und im schlimmsten Fall einen Darmdurchbruch und das ist eine potenziell tödliche Komplikation für den Patienten, wenn nicht sofort gehandelt wird. Können wir das erkennen, indem wir quasi auf dem Bild direkt sehen, wie perfundiert wird? Und die Frage ist leider tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil wenn man einfach nur mal drauf guckt und ich Sie jetzt bitte zu entscheiden, welches von diesen Nieren ist durchblutet und welche ist nicht durchblutet, dann, also ich habe es zumindest sehr, sehr schwer, Sie vielleicht auch, aber hier sieht man jetzt ein gutes Beispiel. Hier kein Bloodflow, hier Bloodflow, hier kein Bloodflow, hier oben aber trotzdem noch und hier Bloodflow. Das heißt, optisch ist es nicht ohne weiteres möglich, das zuzuordnen, leider. Und das liegt auch daran, dass wir nur drei Farbrezeptoren haben in unserem Auge. Das klassische Rot-Grün-Blau-Modell, das wir haben, basiert auf diesen drei Farbrezeptoren. Und alle Bilder, die wir nehmen, sind sozusagen nur Kombinationen aus diesen drei Primärfarben. Dementsprechend funktionieren auch die meisten RGB-Kameras. Die machen also genau dieselben Bilder. Dann nehmen Chips zum Beispiel nur das rote Licht auf, nur das grüne Licht auf oder nur das blaue Licht auf. Was jetzt der Trick ist, den wir anwenden, ist zu sagen, wir benutzen spezielle Filter, die in sehr viel engeren Wellenlängenbereich aufnehmen und können dann sehr viel mehr unterschiedliche Farben einzeln aufnehmen, als das menschliche Auge das könnte. Und wir benutzen das, um zu sagen, sauerstoffgesättigtes Blut hat ein anderes Spektrum als sauerstoffentsättigtes Blut. Man sieht das jetzt gleich in der Animation ein bisschen, wie sich das hier verschiebt. Diese Spektren sind unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit der Spektren wollen wir lernen zu messen. Das Dumme ist, das Ganze ist ein inverses Problem, weil wir eben nicht nur Blut messen, damit wäre es einfach, sondern wir messen auch eine ganze Menge an Gewebeeigenschaften. Die Leber sieht anders aus als die Milz. Auf der Milz gibt es bestimmte Flecken, die sind also bindegewebshaltiger, da sind teilweise mehr Fett eingelagert, das sind Blutgefäße, das sind keine Blutgefäße. Da kommt also eine ganze Menge an diffuser Informationen dazu, die uns das Leben schwer macht. Und was tun wir jetzt, wenn wir eben nicht genug Trainingsdaten generieren können, weil wir nicht verantworten können, dass wir 100.000 Mal ein solches multispektrales Endoskop in einen Patienten schieben, der erstmal davon noch gar nichts hat während Operationen, sondern wir müssen diese Eingriffe natürlich auch im Sinne der Patientengesundheit minimieren. Was wir gemacht haben ist, wir haben eine Monte-Carlo-Simulation im Prinzip auf einem physikalischen Modell durchgeführt, in dem die verschiedenen Gewebeschichten modelliert worden eines solchen Organs mit der Dicke, mit der Art und Weise, wie sich das Licht dort verteilt und haben dann wirklich einzelne Photonen simuliert, wie sie sich durch dieses Gewebe durchbewegen und wo sie am Ende rauskommen und zurückgeworfen werden. Das hat uns dann ein ganzes Set von Kamerasimulationen gegeben. Und dadurch, dass wir diese Simulation Milliarden, Milliarden Mal ausgeführt haben und also Millionen von verschiedenen Gewebespektren somit berechnet haben, haben wir einen sehr, sehr großen künstlichen Datensatz aufgebaut. Ja, das Stichwort hier ist Data Augmentation. Wir generieren uns unsere eigenen Daten, die so nah wie möglich an der Realität sind. Und in dem nächsten Schritt kann man dann diese generierten künstlichen Daten zusammenführen mit wenigen echten In-Vivo-Daten. Und man kann dann, Transfer Learning heißt dieser Begriff, sozusagen versuchen, dass die Algorithmen automatisch lernen, wie sie den Unterschied zwischen den künstlichen und den echten Daten minimieren und aber trotzdem die künstlichen Daten zum Lernen verwenden. Ein Beispiel dafür, wie man mit solcher Datenknappheit umgehen kann. Das Beispiel, wie das hier aussieht, sehen wir dann auch tatsächlich hier. Was jetzt passiert, ist, dass eine Clamp, also das Blutgefäß abgeklemmt wird und hier unten links sieht man jetzt, wie von rot zu blau die Sauerstoffsättigung in diesem Organ langsam abnimmt.
Das Ganze ist tatsächlich eine echte Aufnahme an einem Patienten. Also dafür haben wir eine kleine klinische Studie gemacht. Umgekehrt sieht man es dann genauso. Hier jetzt das mittlerweile vollkommen entsättigte Gewebe nach der Operation. Die Klammer wird abgenommen und sofort schießt das Blut ins Gewebe und wird dadurch sichtbar. Also das ist eine neue Bildgebungsmodalität, die dem Arzt jetzt eine sehr viel bessere Bestimmung der Durchblutung vom Gewebe ermöglicht, möglich gemacht durch die kluge Kombination von Deep Learning Algorithmen und Data Augmentation, also dem Generieren von künstlichen Daten und Simulated Data. Aber sind wir damit jetzt fertig, wenn wir einfach so eine Vorhersage machen können? Und das machen wir jetzt sozusagen. Wir haben ein Spektrum, das wir aufnehmen. Dieses Spektrum ist unser Y-Vektor. Wir füttern das in ein Neural Network, in ein neurales Netz und kriegen am Ende einen physiologischen Parameter, nämlich in dem Fall die Sauerstoffsättigung des Blutes, hier zum Beispiel 78% raus. Aber was ist denn jetzt, wenn unser Modell, und so ist es in der Realität leider meistens, Doppeldeutigkeiten hat? Man geht ja davon aus, dass sowas eindeutig ist, aber häufig ist das leider gar nicht der Fall. Was ist denn, wenn eine Sauerstoffsättigung von 87% und eine von 63% dummerweise in dem Lösungsraum sehr, sehr nah beieinander liegen und wir die nicht wirklich auseinanderhalten können, weil zum Beispiel verschiedene andere Gewebeparameter dazu spielen? Was wir dann eigentlich möchten, ist nicht einfach nur eine Sauerstoffsättigung rauszukriegen aus dem Neural Network für ein Spektrum, sondern wir möchten eine Wahrscheinlichkeitsverteilung rauskriegen. Wir möchten wissen, hier mit 63% ist das ein bestimmter Wert X und mit 78% ist das ein bestimmter Wert Y. Weil damit kann dem Arzt eine ganz andere Sicherheit vermittelt werden. Wir können ihm klar machen, dass unser Algorithmus hier keine klare Ansage machen kann. Und alte Algorithmen machen das serienmäßig falsch. Also wenn man ein Neural Network einfach nur auf Katzen und Hunden trainiert und ihm ein Baby zeigt, dann wird es mit sehr großer Sicherheit sagen, das ist eine Katze. Oder das ist ein Hund, aber eben nicht das Richtige. Und diese Fähigkeit zu sagen, wir liegen dazwischen, ist sehr, sehr wichtig für uns. Auch hier, ohne jetzt zu tief technisch ins Detail zu gehen, was wir benutzen, sind invertible neurale Netze, die sozusagen in beide Richtungen denken können. Und wir verwenden den Trick eines sogenannten Latent Spaces, eines latenten Raumes, der zusätzlich hinzugefügt wird. Ganz einfach gesagt, wir haben unseren Eingabevektor X. Wir padden den nochmal, also reichern den mit einem gleich großen Bereich an Nullen einfach an. Das ist sozusagen aufgefüllt mit Nullen. Lassen dann das Netzwerk drüber laufen und am Ende kommt in diesem Y-Bereich unser altbekanntes Ergebnis raus und in dem Z-Bereich kommt der sogenannte Latent Space raus. Und was dieser Latent Space macht, ist am besten anschaulich zu zeigen. Im Prinzip kodiert der die ganzen Möglichkeiten, die man im Eingabespektrum haben könnte, um den Ausgaberaum zu erreichen. Das ist ganz wichtig in der Robotik, wo man einen Roboterarm hat, bei dem verschiedene Kombinationen von Gelenkstellungen zu eigentlich demselben Ergebnis führen können. Wenn man hier zum Beispiel ein Gelenk zielmäßig auf dem Raum, also auf einer Gerade bewegen möchte, dann kann man sehr viele Gelenke auf sehr viele verschiedene Art und Weise bewegen. Und dieser Latent Space, das ist der grüne Punkt, der das abfährt, kodiert sozusagen die ganzen Möglichkeiten des Ausgangsraums, um zu dem Ergebnis zu kommen. Und damit können wir dann genauso sagen, in diesem Latent Space können wir eine andere Sauerstoffoxygenierung unter einer anderen Ausgangsbedingung haben. Und wir können zumindest sagen, es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für das Endergebnis. Wenn wir jetzt diese Werte auseinanderhalten können, Training Data, also eine echte Wahrscheinlichkeit sagen können oder Wahrscheinlichkeitsverteidigung, sind wir dann damit fertig? Nein, denn was machen wir, wenn wir jetzt noch einen Punkt kriegen, der gar nicht drin war? Ja, das spielt so ein bisschen auf diesen Baby-Gedanken an, den ich vorher gesagt habe. Hier ist eine Aufnahme von einem Gehirn, bei dem diese Sauerstoffmessung durchgeführt worden ist. In der Mitte ist einfach nur ein Schwamm drüber gelegt, um es feucht zu halten. Und hier macht eine Messung natürlich keinen Sinn. Und bisher geben Neural Network dann, wie gesagt, einfach zufällige Ergebnisse aus. Wir möchten aber eigentlich erreichen, dass ein Netzwerk eine solche Out-of-Distribution, nennen wir das, erkennt und dann keine Ergebnisse mehr ausgibt, weil das falsche Informationen für den Arzt wäre, die dahinter steht. Um das ein Beispiel von einer 2D-Klassifikation zu zeigen, wir haben hier unser eines Trainingsdatenset, wir haben hier unser anderes Trainingsdatenset und ein Punkt, der hier ist, den können wir eigentlich nicht logisch einordnen. Dafür haben wir einfach keine repräsentativen Daten. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist das sogenannte Widely Applicable Information Criterion. Wenn man dieses Kriterium verwendet, um zusammen mit den Eingabeparametern seine neuralen Netze zu trainieren, dann kann man im Prinzip einen zusätzlichen Ausgabewert erreichen, der einem sagt, hier, diese Grundverteilung, die wir haben, ist nicht repräsentativ. Und man sieht das hier an dem Beispiel von Lippen, bei denen die Sauerstoffsättigung gemappt worden sind. Und ursprünglich wird ein
Xenonlicht, das ist das richtige Licht für so eine Verteilung angeworfen. Dann wird das Licht kurz ausgemacht. Jetzt und dann in Rot, Grün, Blau, ein normales LED angeschlossen. Hier ist das Spektrum nicht mehr repräsentativ zu dem, was man gelernt hat. Und man sieht, dieses Widely Applicable Information Criterion fällt sofort nach unten. Und wir können sozusagen eine klare Aussage machen, dass momentan unter diesen Bedingungen keine gute Aussage für das Bild, das wir haben, mehr möglich ist. Was heißt das? Zurück zu unserem Problem. Wir haben multispektrale Image-Daten. Wir haben Deep Learning, um dieses Inverse-Problem zu lösen. Und wir können das bisher mit einer Kidney, also mit einer Niere, an einer hohen Oxygenierung, einer niedrigen Oxygenierung sehr gut zeigen. Aber die Frage ist, können wir das Ganze auch generalisieren? Haben wir eben das Problem, dass wir jetzt nur auf einer Kidney arbeiten können und damit sozusagen einen Fachidioten trainiert? Oder können wir das Ganze auch ausweiten? Und wir haben vorher schon mal kurz ein Bild von diesem Gehirn gesehen. Was hier gemacht wird, ist, war für uns eine völlig neue Anwendung. Da war ein Radiologe sehr begeistert und wollte das unbedingt mit uns probieren. Ein Neurologe sehr begeistert. Was hier passiert, ist ein Schweinegehirn, in dem im Prinzip ein Schlaganfall induziert wird. Und nach einem Schlaganfall passiert Folgendes. In diesem Stelle, wo der Schlaganfall passiert, geht das Gewebe unter. Und außenrum verfällt das Gehirngewebe in eine sehr, sehr starke Aktivität. Und diese Aktivität verringert momentan lokal den Sauerstoffgehalt. Und das äußert sich in Wellen, die sich hier ausbreiten über das Gehirn. Man hat lange gewusst, dass es diese Wellen gibt, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass es geschafft worden ist, diese Wellen tatsächlich auch zu visualisieren. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg für uns und zeigt auch eben, dass diese Methode generalisiert einsetzbar ist. Genau, und als letztes möchte ich noch kurz den Domain Gap ansprechen. Dieses Domain Gap bedeutet, wie vorhin gesagt, wir haben einen Algorithmus trainiert und wir können ihn aber in einem anderen Hospital nicht sinnvoll einsetzen. Ohne jetzt auch hier wieder zu tief einzugehen, wir können es schaffen, dass wir Daten aufbereiten und Daten miteinander verknüpfen. Wir bringen all die Daten, die der Arzt vorher mental verarbeiten musste, zusammen. Und dieses Zusammenbringen bedeutet auch, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, wie sind denn die Bilddaten zusammengeführt worden, was für ganze Informationen spielen für den Patienten eine Rolle, wie sind die Bilddaten weiterverarbeitet worden, was für Guidelines hat der Arzt für Entscheidungen dazugezogen, was für Studien haben da eine Rolle gespielt, was für andere Patienten sind in dem Netzwerk, wie ähneln sich diese Patienten. Und wenn wir das einheitlich durchmodellieren, dann erreichen wir auch ein Verständnis für die verschiedenen Kollektive, die benutzt worden sind, um solche Datensätze zu trainieren und können dann Aussagen darüber machen, in welcher Art und Weise sich die Daten unterscheiden. Das führt dann dazu, dass wir einmal sehr viel bessere Diagnosen und Hilfestellung für den Arzt geben können, aber eben auch klar sagen können, hier haben wir systematisch ein ganz anderes Rolle von ganz anderes Klientel von Patienten und können mit den bisher trainierten Aussagen keine Angaben machen. Und die Take-Home-Message, die ich hier mitgeben möchte, ist, versucht das Problem und die Zweideutigkeit des Problems nicht beiseite zu schieben, sondern zu verstehen und mit einzubeziehen. Annotiert ordentlich die Modelle, die ihr macht und versteht, dass auch Annotationen repräsentativ sein müssen. Seid in der Lage, die Outlier zu finden und helft damit, uns Probleme zu lösen. Und damit bin ich am Ende angestoßen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.